Hallo, schön, dass ihr euch für mich und mein Video interessiert. Gerne erzähle ich euch ein bisschen was über mich. Ich bin Theresa Kindlein, ich bin 23 Jahre alt, aufgewachsen bin ich in der Oberpfalz und genauer in Deining, so ein kleines Dörfchen neben Neumarkt, dem ich mein Abitur gemacht habe. Ja, die Piraten kenne ich seit 2009. Ich habe da einen super Wahlkampf mitgemacht. Wir haben Plakate geklebt, wir haben Infostände und Stammtische gemacht. Und das war so mein Einstieg bei den Piraten. 2009, als ich die Piraten kennengelernt habe, war das für mich eine sehr aufregende Zeit. Ich habe angefangen, was ich schon länger gemacht habe, mich intensiver mit Politik zu beschäftigen. Das war auch so der Ausgangspunkt, warum ich mir dann 2009 meinen Studienplatz in Politik und Wirtschaft in Halle gesucht habe. Ich bin also von Bayern ein bisschen weg und habe da einen anderen Blickwinkel auf unser schönes Bundesland geworfen. Ich bin dann auch noch mal für ein halbes Jahr nach Spanien gegangen, ein Semester, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, heiß gemacht hat mich 2009 dieses Gesetz der Vorratsdatenspeicherung und diese Überwachung. Ich habe vom Internet, von dem, wie es technisch funktioniert, eher weniger Ahnung, aber ich habe da schon verstanden, dass es nicht funktioniert und dass diese Politik wir nicht machen können. Und mich hat damals schockiert, dass es relativ wenig Personen interessiert. Und deshalb habe ich mich im Wahlkampf engagiert. Was jetzt noch die Piraten genau zu meiner Partei macht, ist dieses, dass wir normale Menschen sind. Wir sind normale Leute, wir haben keine Ahnung, wie es in den Parlamenten funktioniert. Wir haben vom parlamentarischen Alltag diejenigen, die sich jetzt für ein Mandat bewerben, so gut wie keine Ahnung. Wir können uns einlesen, wir können Studien lesen, wir können mit anderen Leuten drüber sprechen. Von uns hat das aber als Berufspolitiker noch keiner gemacht. Und dieses, dass sich wieder dass Menschen mit Persönlichkeiten, mit Berufen, mit einem Vorleben, ohne sich seit Jahren auf diese Parteikarriere getrimmt zu haben, dafür engagieren, andere Leute in Parlamenten zu vertreten, das ist das Neue, das Chaotische, das Kreative an den Piraten. Und deshalb sind die Piraten meine Partei. Und ich bin unglaublich gespannt auf dieses Jahr, auf diesen neuen Wahlkampf, mit dem wir mit einem großartigen Team wieder Plakate machen werden, Infostände und einfach ein tolles Team abgeben und wir wirklich diesen Wahlkampf rocken werden. Und auch wenn es uns jetzt noch keiner glaubt, das wird was, weil wir schaffen das zusammen.